sieht normalerweise meine Abendroutine aus nach der Schule von 16 bis 23 Uhr, Leute. Aber fangen wir doch erstmal von vorne an. Um 16 Uhr klingelt's und ich habe Schule aus. Endlich. Haben gerade 16.43 Uhr, also meistens hätte ich jetzt immer beim Handy noch gedaddelt, so TikToks auf einer For You-Page, so 10 Stunden lang, immer wenn ich aus der Schule komme, aber ich habe mich sehr gebessert. Also ich habe jetzt immer versucht, nicht an mein Handy zu gehen nach der Schule, vor allem nicht auf TikTok, weil dann sitze ich da bis 18 Uhr. Ich habe gerade ein Brot gemacht mit Erdnussbutter und Marmelade. Das esse ich jetzt gerade mal. Ich kann dir mal mein Chill-Outfit zeigen. Ich habe mich nämlich gerade eben schon direkt umgezogen. Ich hasse es nämlich, in diesem Outfit zu bleiben, das ich anhatte in der Schule. Ich habe mir meine Schuhe gestolpert. Wisst, was ich anhatte in der Schule. Und jetzt habe ich mich umgezogen. Ich zeige euch mal kurz, was ich anhabe. Die Hose ist aus meinem Shop. Die Hello Pumpkin Hose. Und dazu habe ich mein Crop-T-Shirt an, das ist von Brandy. Ich finde, die eigentlich meine Herbstnägel. Ich finde, die sind richtig schön geworden. Passt zu dem Vibe jetzt. Und der eine orange Nagel ist für Halloween. Okay, ich habe alle Lichter angemacht, die ich finden konnte. Jetzt esse ich noch eben schon mein Brot auf und danach backen wir Kekse. Bin sehr gespannt, wie sie diesmal werden. Letztes Mal sahen sie richtig cool aus. Ich guck mal, ob ich ein Bild habe. Hier, so sehen sie jetzt mal aus. Bin gespannt, wie sie diesmal werden. Leute, es regnet. Voll komisch, wenn man sich freut, wenn es regnet. Aber man hat jetzt so lange Sommer gehabt. Irgendwie ist es schön, aber ist schön auch mal Regen zu haben. So, während die Kekse jetzt im Ofen sind, werde ich jetzt kurz meine Hausaufgaben machen und mein Spanisch-Referat weitermachen. So, in der Zwischenzeit hat meine Mama gerade die Kekse aus dem Backofen geholt. So sehen die aus. Das sind ja eigentlich Kürbisse sein, wenn man sie halt verziert, aber ich glaube, ich lasse sie jetzt einfach so. Mal, mir schmeckt dieses Fondant nicht so gut. Und dann tippe ich die jetzt hier in Milch rein. Okay, wir probieren. Oh, das schmeckt lecker. Schmeckt wie so Weihnachtsplätzchen. Ich mache gerade übrigens mein Referat über die Entdeckung Amerikas. Ich hoffe, das ist alles richtig so. Ich muss es auch auf Spanisch vorstellen. Dann stehe ich da so: Colonia de Conquista de America. Das wird super, Leute. Ich sag's euch. Aber ja, ich finde Schule auch gerade ein bisschen stressig, finde ich. So, weil wir haben in jedem Nebenfach auch einen Test. Also mindestens 2 Tests pro Halbjahr. Und dann haben wir auch in so Fächern wie Philosophie einen Test, in Chemie und Physik. Und das zählt halt in den Fächern wie eine Klassenarbeit. Ich meine, ich will auch in Chemie eine gute Note. Und da muss man so viel lernen. Da muss man so viel lernen. Und manchmal wird es auch einfach zu viel, weil wir kriegen ja auch so viele Hausaufgaben auf. Also eigentlich wurde mir gesagt, dass man nicht so viele Hausaufgaben hat, wenn man auch so viel Tests schreibt. Aber irgendwie halten sich ja die Lehrer nicht dran. Ich versuche so gut zu machen, wie ich kann. Und ja, ich beeile mich jetzt mal hier ein bisschen mit meinem Referat, damit ich dann noch fertig werde. Ich bin finally ready mit meiner Präsentation. Meine Kekse sind fast aufgegessen. Und ich werde mir jetzt mal was zum Stretchen anziehen, weil jetzt, wo ich wieder turnen gehe, wollte ich mich öfter stretchen, weil ich merke manchmal, oh, vielleicht sollte ich mich da nochmal zu Hause auch stretchen. Weil beim Turnen machen wir mehr so Basic Stretches und wenn ich halt meine eigene Stretch-Routine habe, ist schon noch besser. Und deshalb schaue ich mir jetzt mal, was ich anziehe.
Hier habe ich eigentlich auch meine ganzen Sportsachen drin. Ich hatte die mal gefalten und sortiert, aber irgendwie werfe ich die dann doch wieder durcheinander. Okay, Transition in 1, 2, 3. Fertig, das ist mein Stretch-Set. Ist von Gymshark. Einmal hier das Top mit der passenden Leggings. Und jetzt schalte ich euch hier mal ab. Und dann stretche ich mich einfach ein bisschen auf meinem Teppich. Dafür ist ja sehr praktisch, weil dann braucht man die Turnmatte ausrollen. Ich höre jetzt Fall Fields. Mal sehen, wie mir die Playlist gefällt. Okay, Update, bei dieser Playlist schlafe ich ein. Ich brauche was Knackigeres. Chill Hits. Nee, auch nicht. Okay, los geht's. Hier oben aus und meine Kerzen und dann gehe ich runter und schau mal, was es heute zu essen gibt. Es riecht auf jeden Fall schon sehr lecker. So, nach dem Essen wird Linda ein bisschen gekämmt. Das ist fein, Mausi. Ja, fein. So, ich lasse meine Haare jetzt erstmal ein bisschen in der Luft trocknen, bevor ich die gleich föhne, weil sonst dauert das ewig, bis die trocken werden. Und ich muss die eh immer abends waschen, weil ich kann die morgens nicht dann noch so schnell föhnen und alles, weil ich will lange schlafen. Und das ist, wie mit nassen Haaren in die Schule gehen, und da habe ich keinen Bock drauf. Und es ist jetzt auch schon dunkel draußen, meine Vorhänge gerade zugemacht und meine ganzen Lichter an. Und um die Zeit mache ich es eigentlich immer so gemütlich und mache dann noch irgendwas Produktives, wenn ich noch lernen muss oder so oder Hausaufgaben machen muss, schneide ich meistens ein Video. Und das mache ich jetzt auch mal, weil ich muss schon mal anfangen, das Video, das ihr gerade guckt, zu schneiden. Weil ich sonst am Wochenende nicht fertig werde und das nicht pünktlich online gehen kann. Weil ich habe halt ziemlich viel zu tun dann immer und deshalb muss ich jeden Abend schon mal so ein kleines Stück schneiden. So, Haare sind jetzt gefüllt. Ich finde, die sind auch schön glatt, wenn die schön frisch gewaschen sind. Aber das sind sie meistens nie. Deshalb, vielleicht mache ich mir gleich noch so einen Zapfen und dann habe ich morgen Wellen oder so. Und jetzt wollte ich mal Beamer aufbauen. Hier meine Beamerwand, weil ich wollte jetzt noch einen Film gucken, gemütlich zum Einschlafen und zum Relaxen. Ich bin so doof, habe meinen Schulranzen noch nicht gepackt. Nein, hasse das. Okay, wir machen das jetzt ganz schnell in einer coolen Transition, weil ich habe ja letztens mal ein Guatemala Backpack gemacht und da könnt ihr nachschauen, was ich alles in meinen Ranzen reinpacke. Verlinke ich euch hier mal auf diesem Info-I, da oder da. Es ist immer spiegelverkehrt. Aber wir machen jetzt die Transition, okay. 1, 2, 3. So, fertig. Alles eingepackt. Gott sei Dank.
Folge ist jetzt zu Ende. Ich gucke heute nur eine Folge, sonst wird es zu spät. Wir haben jetzt, glaube ich, auch schon 10:30. Und ich habe jetzt gerade Zähne geputzt und habe noch meine Folge zu Ende geschaut. Ich bin auch erst bei Folge 5. Ich habe Gilmore Girls noch gar nicht angefangen gehabt, weil am Anfang dachte ich so, was ist das denn? Aber eigentlich finde ich es ganz cool jetzt. Deshalb schaue ich es jetzt vielleicht mal weiter. Und ja, dann würde ich sagen, beende ich das Video auch mal, weil ich jetzt schlafen gehe. Weil ich bin extrem müde und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Könnt ihr sehr gerne einen dicken Daumen nach oben da lassen, falls ihr noch weitere Serienempfehlungen habt. Packt die mal unten in die Infobox. Ah, nein, da packt nur ich Sachen rein. Unten in die Kommentare oder Filmempfehlungen, weil ich noch auf meinem Beamer schauen könnte. Und ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da und jetzt sehr gerne meinen Kanal einfach auf das rote Abonnieren-Button-Dingi da unten drücken. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir online ist. Dann verpasst ihr nichts mehr. Und ja, ich wünsche euch eine gute Nacht, falls ihr das Video hier abends schaut. Oder auch nicht. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, Leute. Euch lieb.